habe mir so ein Stück Tapetenrest besorgt. Da habe ich einfach nur ein Stückchen von der Musterrolle, das kann man so umsonst mitnehmen. Und ja, das hat so eine ganz tolle, das hat so ganz tolle Strukturen. Das ist auch eingeprägt ein bisschen und ich werde euch mal zeigen, wie ihr damit eine Struktur in Ton machen könnt. Da kann man ganz tolle Schalen draus machen. Viel Spaß dabei. Der Ton ist jetzt noch sehr feucht und damit der nachher nicht kleben bleibt an meiner Tapete, stäube ich den jetzt ein bisschen ein. Das wirkt jetzt ein bisschen wie Backen. Das ist auch tatsächlich hier nicht Backpulver, das ist Stärkemehl. Damit streue ich das jetzt ein bisschen ein und verteile das mit einem weichen Pinsel. So ein bisschen wie beim Plätzchen ausstechen. Hier ist ein ganzer Kreis, den hätte ich gerne. Da ist hier die Mitte. Hier ist die Mitte von meinem Stück. Und ich lege es mal so drauf. Jetzt roll ich hier drauf. Ja, mach ich. So, und ich kann hier sehen, dass die Feuchtigkeit hier durchschlägt. Da kann ich genau sehen, wo habe ich schon genug und wo fehlt mir hier noch was. Und jetzt schneide ich mir die Form aus. Ich nehme diese Schale hier und die werde ich jetzt aber erstmal ein kleines bisschen einfetten, damit mir die nicht kleben bleibt. Das ist einfach ein Backtrennspray, was ich mir auf den Schwamm gesprüht habe. So, hier ist die Mitte. Aber es ist nicht schlimm. Ich glaube, es ist sogar ganz spannend, wenn es ein kleines bisschen aus der Mitte ist. Ich halte das Messer schön gerade. Und schneide einfach hier lang. Lasse ich so, wie es ist und nehme die Schale, die ich eben zum Ausschneiden genommen habe und setze das hier rein. Und jetzt kann ich überlegen, wie tief möchte ich die Schale haben? Will ich nur so einen flachen Teller oder möchte ich gerne so eine tiefe Schale? Und soweit drücke ich das jetzt vorsichtig hier rein. Schön, dass es gleichmäßig am Rand gleichmäßig tief ist. Dem Stoff gibt es so ein kleines bisschen nach, aber es hält hier drin. So. Und so lasse ich das jetzt, wie es ist, und lasse es schön erstmal ein bisschen trocknen. Und gehe erst dabei, wenn das jetzt wirklich lederhart ist. Das heißt, man kann es nicht mehr so leicht verbiegen und es klebt nicht mehr und ich kann es anfassen, ohne dass ich die Struktur kaputt mache. Und dann kann ich einen Fußring drunter machen oder andere Füßchen, was immer ich möchte. Ich versuche mal, so ein bisschen weiter ranzunehmen. So von der Seite.
Seite, dass ihr da vielleicht, ja, so könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr von der Struktur erkennen. Ich werde Fotos machen vom gebrannten und glasierten. Wunderschöne Struktur und kostet keinen Cent. Und man muss nicht teure Strukturroller oder Matten oder sonst irgendwas kaufen. Das finde ich eine ganz geniale Sache. Geht einfach mal mit offenen Augen durch eure Baumärkte oder die Tapetenabteilung. Okay, das war's für heute mit dem Tipp. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selbermachen.